Jo, hey Leute und damit herzlich willkommen hier zurück zu diesem kleinen Infovideo. Ja, wir haben es gerade erst 9 Uhr. Morgenstund hat Gold im Mund, wie man so schön sagt. Ich bin mega fit. Mein Schlafrhythmus ist gerade mega, mega gut. Und da wollte ich einfach mal fragen, ob ihr heute Lust habt, um 14 Uhr einen schönen iOS-Stream wieder von mir zu sehen. Beziehungsweise einen Outdoor-Stream, in dem ich ein bisschen mit euch draußen an der freien Natur rumlaufe, ein bisschen quatsche und ja, generell euch ein bisschen hier meine Gegend wieder präsentieren werde. So. Ja, falls ihr Lust habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein und ich würde mich dann auch sehr, sehr gerne darüber freuen, wenn wir ein paar Leute dann um 14 Uhr bei mir wären. Des Weiteren habe ich noch eine kleine andere Sache für euch und zwar verfällt, glaube ich, mein Internetrouter, mit dem ich die IRL-Streams mache, beziehungsweise Outdoor-Streams mache, Anfang nächste Woche oder Ende nächste Woche, ich muss nochmal nachschauen. Und somit habe ich dann keine 100 GB mehr und kann auch somit keine Outdoor-Streams mehr machen. Und da wollte ich einfach mal fragen, ob ihr Lust habt, wenn mal wieder die ganze Krise hier vorbei sein sollte und man dann auch draußen was unternehmen kann, Städte besuchen kann und generell irgendwelche Orte hier euch zeigen kann, wollte ich euch fragen, ob ihr auch dann Lust habt, noch fürs weiteren IRL-Streams von mir zu sehen. Dann würde ich mir nochmal für ein weiteres Jahr 100 GB den 100 GB Router hier holen und dann könnte man so circa 60 bis 65 Stunden lang streamen mit der Qualität, die ich die ganze Zeit habe bei mir. Also ich finde ja auch die Streamqualität, die ich da habe, meine iOS-Streams ziemlich gut und dann denke ich mal, dürften 60 bis 65 Stunden auf jeden Fall für ein Jahr reichen. Müsste ich noch mal gucken, wie viel das kosten würde, aber ich denke jetzt nicht so viel. Ist jetzt nicht so der geilste Router. Klar, also wie gesagt, ich habe hier ein bisschen das Internet mal ausgetestet. Bei mir hier in der näheren Umgebung ist es ein echt beschissenes Netz, aber wenn man so ein bisschen die City lang läuft, dann hat man da echt ganz gutes Netz. So am Ruhrstadion, wo ich unterwegs war hier in Bochum. Und ja, aber ich rede euch wahrscheinlich gerade wirklich wieder total voll. Ich weiß, ich kann sehr, sehr viel über Streaming euch erklären und so weiter. Also falls ihr mal Probleme haben solltet mit OBS und generell Streaming-Settings, einfach mich anschreiben, einfach mich kontaktieren auf Discord. Ich helfe euch da sehr, sehr gerne. Ich habe schon wirklich vielen Leuten aus der Patsche geholfen. Mit IRL Streaming Equipment kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich habe auch nicht das beste Equipment fürs draußen streamen, also Leute haben ja auch manchmal so ein Gimbal, weißt du, ich habe hier so ein Selfie-Stick und ein S7 und halt den Router hier, der sehr, sehr schnell alle geht, also wenn man den nicht ständig an der Powerbank angeschlossen hat, dann ist der in 0, nix 2 Stunden leer oder so und das ist natürlich dann ziemlich nervig. Aber gut, ja, falls ihr Lust habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein und wenn dann genügend Feedback gekommen ist, wird es dann auch um 14 Uhr einen Stream geben und ihr könnt gerne auch in die Kommentare nochmal reinschreiben, ob ihr Lust habt, des Weiteren IRL-Streams von mir zu sehen. Dann würde ich mir nochmal einen Router zulegen. Dann würde der auch wahrscheinlich nicht so viel kosten. Mal schauen. Ich hoffe mal, dass man da über einen angenehmen Preis reden darf. Gut, dann würde ich mal sagen, esse ich jetzt erstmal was. Ich bin, wie gesagt, gerade erst aufgestanden. Machen wir was Leckeres zu frühstücken. Und dann sehen wir uns vielleicht um 14 Uhr wieder. Leute, haut rein. Danke fürs Einschalten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.